I don't know, wie er auf Gleis 8 kommen soll. Ja, müssen wir mal gucken. Abstellung 57. Ja, mal gucken, was der richtige ist hier auf der Seite. Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja die 57 hier, aber ob es noch eine andere gibt, weiß ich nicht. So, der andere soll auf Gleis 6, 4 gehen, ne? 26, 70, 56, der hat schon Verspätung, der eine, Fahrplan einsehen. Gleis 4, genau. Können wir schon auf Gleis 4 schalten. Ja, da ist er, genau. Habe ich doch richtig gesagt, 57. Ja, dann muss er irgendwie auf Gleis 8 kommen hier. Bloß, wie mache ich das? Lass ihn bis da fahren und dann wenden und dann dahin fahren und dann dahin. Das ist kompliziert. Ach nee, warte mal, der ist jetzt hier, ne? Warum lass ich ihn so fahren? Ich kann ihn doch so fahren lassen. Ist doch viel einfacher. So, dann müsst ihr jetzt wenden hier. Ändert Fahrtrichtung, genau. Dann können wir direkt nach Gleis 8 schicken hier. Das soll kein Problem sein, ne? Diese Weiche habe ich gerade übersehen, dieses Gleis hier. Ich wollte ihn hier so hinschicken und dann so und dann so. Das ist kompliziert. Ja. Ja, passiert so. Oh, bin müde. Obwohl ich geschlafen habe. Wahrscheinlich nicht lang genug. La, ändert Fahrtrichtung. Wenn er uns geändert hat, welche die Weichen einstellen, die er fahren soll. Obwohl, es kommt ja immer nichts da oben, ne? Warte mal. 4:28 Uhr. Der nächste kommt aus Abstellung 4752. Die war, glaube ich, hier. Nee, wo war sie jetzt? Hier, ne? Shit. Ja, hier unten war sie. Und dann kommt einer aus Niederwalgen um 5 Uhr, also noch 12 Minuten, bis dann wir da wohl gewendet haben. Wir können hier schon mal auf Gleis 8 schicken. War jetzt nicht angenommen, ne? Auf Gleis 8 schicken. Jetzt hat er es angenommen, dass er dann gleich mal losdüsen kann, angehalten. Siehst du, genau rechtzeitig gemacht. Jetzt dürfte er losfahren. Ja, genau, anfahren. So, dann haben wir das auch erledigt. Der nächste geht aus Gleis 52. 4:55 Uhr. 4:55 Uhr. Das sind immer noch 7 Minuten. Fahrplan einsehen. Ich kann auch eingeben hier, die 4783 hier, ins Feld hier. Der geht auf 46. 46, wo ist das denn wieder? Das müsste hier unten sein, ne? Ja, meine Maus spinnt ein bisschen. Das ist hier. Ich muss meine neue Maus haben. Es könnte sein, dass immer dann hier kurz ausgeht und dann habe ich hier Probleme. Aber so kein Dreck drauf trägt direkt. Und dass dann die Aufnahme stoppt und dann ein bisschen zeitverzögert ist. Meine Stimme geht weiter, aber die Bilder sind ganz anders, was ich gerade beschreibe. Also nehmt Rücksicht bitte darauf. Ich brauche unbedingt eine neue Maus, um meine Qualität weiterhin wieder aufrechtzuerhalten. Obwohl die noch einwandfrei funktioniert, ne? Bloß manchmal hat sie Aussetzer.
wahrscheinlich das Kabel irgendwo geknickt oder sowas, obwohl das immer lose liegt, wo sie gar nicht knicken kann eigentlich. Außer natürlich direkt an der Stecker, aber da ist auch nichts lose. Kann ich hier wackeln, wackeln, wackeln und es geht nicht aus. Doch, geht aus. Es liegt am Kabel. Das liegt am Kabel. Haha, ich habe es gefunden. Jetzt geht sie gar nicht mehr. Ja, jetzt kann ich gar nichts machen mehr hier. Die Maus ist aus. Ja, jetzt habe ich einen Mausfehler. Abgeklemmt. Ah, jetzt geht sie wieder. Oder auch nicht. Ja. Oh, scheiß Handy. Es geht gar nichts mehr hier. Maus. So kann ich nicht arbeiten. So, Maus ist wieder da. Ich hoffe, die Aufnahme klappt noch so. Dass nicht so zeitverzögert ist. Das liegt echt am Kabel, direkt am Mauseingang. Da muss irgendwas so lose gegangen sein. Wenn ich da dran wackel zu stark, dann geht die Maus aus. Ich mache mal kurz Aufnahme, Stopp und dann mache ich weiter. Nicht, dass da jetzt eine Zeitverzögerung von einer Minute ist. So, da bin ich wieder. Also das nächste muss ich eine neue Maus kaufen, definitiv. Das Kabel, das in der Maus reingeht, da ist irgendwie ein Wackelkontakt drin und das kann ich natürlich nicht gebrauchen. Hab kurz das Handy jetzt abgeklemmt hier, dass ihr nicht die Finger da seht. So. Jetzt geht die Maus schon wieder nicht hier. Also so kann ich nicht arbeiten, Leute. So, da bin ich wieder. Irgendwas ist mit der Maus nicht in Ordnung hier. Ich habe so eine andere Maus, aber die ist auch kaputt. Aber ich glaube, die ist besser als die hier. Ja, mal gucken. Na gut, ich stoppe mal die Aufnahme nochmal. Ja, mach ich mal fertig hier. Warte mal, wo ist das Telefongerät hier? Hier Fahrdienstleiter. Ja. Irgendwie ist das hier scheiße. Warte mal, ich mache die Aufnahme, Stopp wieder hier. Es bringt so nichts. So, ich habe eine andere Maus jetzt genommen. Die ist ein bisschen schneller jetzt hier. Ich hoffe, mit der klappt das besser als mit der anderen. Aber ich werde auf jeden Fall eine neue Maus kaufen müssen. Weil die auch schon eine Meise hatte hier, diese Maus. Lass mal die Flaschen beiseite werfen, weil ich sonst die Tür nicht zukriege. So, jetzt läuft es ein bisschen besser hoffentlich. Telefongespräch unterbrochen. Irgendwer wollte was von mir, aber nur wer. So, Gleis 4. So, am Bahnsteig, 5.05 Uhr Abfahrt. Die anderen sind noch unterwegs. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. 55 kommt der nächste Zug an, und zwar aus Abstellgleis 42 hier unten. 47, 52, die schicken wir dann, würde ich sagen, erstmal hier hin. Und dann lassen wir sie hier runterfahren auf Gleis 46. Und zwar ist es die 74763 und dann geht es auch nach Marburg-Sieg 59. Das ist hier oben. 49, Entschuldigung, das müsste hier oben sein. Wieso wird es nicht angezeigt jetzt hier? 47, 97, ne. 49 ist hier hinten. Aber die Maus ist ein bisschen schnell wieder hier. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt hier, dass es so schnell geht. Aber zumindest geht sie jedenfalls. Und geht nicht immer aus. Wer Qualität zeigen und keine Quantität. Ne? Aber das ist jetzt vorher war es eine Trust, die mir jetzt kaputt gegangen ist anscheinend. Ich kann das schon mal wegnehmen, nicht dass ich durcheinander komme mit den Kabeln hier. Das ist natürlich alles verdreht hier wieder, typisch. Geh weg da.
Die Traste ist leider kaputt, hat einen Wackelkontakt. Jetzt habe ich hier eine Kone-Maus, die ich damals verwendet habe immer. Aber irgendwie hat es mir ja auch irgendwelche Meisen gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Dass er zu schnell gedrückt hat, wahrscheinlich war das gewesen. So, wer will was? So, hier fahren die leider lahm. Das wollt ihr. Ich will den Zug 36, hat 501, 36 plus, hat, kommt nach 501 irgendwie rein. Jupp, danke für die Info. Dass sie die Tasten geklemmt haben oder was auch immer. Irgendwas war da mit der Kone-Maus, das weiß ich jetzt nicht mehr, leider. Und das habe ich auch abgeklemmt. Da habe ich noch eine andere hier, eine No-Name. Aber die hat auch eine Meise gehabt, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal die alten Mäuse wegwerfen, aber ich habe immer Reserven auf. Man weiß ja nie, was passiert, so wie jetzt hier. Ne? Das ist immer wie, das heißt, ich muss gleich nach Möglichkeit, sobald ich wieder frei habe, eine neue Computermaus kaufen. Ja, Computermäuse. So, was haben wir jetzt hier im Gleis drin stehen? Was ist da denn? 7065. 7065, die geht nach... Das ist eine Durchfahrt. Bis dahin ist er schon geschaltet. Das heißt, wir können hier schon mal... Wo geht es jetzt hin überhaupt hier? 7045. 65 ist der hier. Fahrplan einsehen. Anzufahr Kölbe, Marburg Lahn und Marburg Süd. 49 fährt er durch. 49 ist hier hinten, das heißt, wir können die gerade ausschicken. Dass wir den schon mal durch haben hier. Und schon ist er auf grün, sehr gut. Passt auf Wunderbauer. Dann ist er auch weg. 55 geht der andere los, 57, war mal 5.08 Uhr, ne? So, der andere ändert Fahrtrichtung und dann geht er auf die auf dieses Gleis hier. Gleis 46 sollte er hin, genau. Können wir auch schon mal da anschalten, dass er schon mal hinfahren kann da, wenden. So, als nächstes kommt hier einer aus Niederwalgen. Der kommt von da an, der ist schon grün hier, der geht auf Gleis... Niederwalgen, mal gehen wir gleich schön geschlossen, wir ne? Fahrplan einsehen. 50 geht auf 50 und dann geht auf die 11, das heißt 50 ist hier oben. Und dann geht er auf die 11. Das ist hier. Das können wir auch schon mal dahin schalten, ne? Dass er auf die 11 geht. Und danach werden wir weitersehen, wo er hin muss. Dass er schon mal da glücklich wird. So, dann haben wir den auch schon mal fertig. Eingestellt. Dann kommt einer aus Rangierbahnhof. ist ein Niederwalden. Dann kommt einer aus dem Güterbahnhof, meine ich. GBF, wo ist ein GBF? Ist das hier oder... Ist hier ein Güterbahnhof? I don't know. Da weiß ich noch nicht, wo er herkommt. Können wir ja schon mal angucken, hier Fahrplan einsehen. Zugbild betrachten. Da steht ja gar nichts drin, wie ist Gleis und so. Was ist das denn? I don't know, was ich mit dem vorhabe hier. 8714. Und dann haben wir einen hier von 4752 wieder. Das ist hier unten. Man die Maus gewöhnen wir hier, die ist viel zu schnell. Es war ganz gut, wenn man mal hier so Jim, aber für so ein Spiel hier ist natürlich ziemlich schnell. Immer dran gewöhnen. So, 59. Abfahrt war Marburg Süd.
5.15 Uhr und 5.08 Uhr fährt auf Gleis am Bahnsteig.